fröhlichen Auftakt nahm das Jahr 1968 bereits am 5. Januar, als sich der Bürgerausschuss im Sitzungssaal des Rathauses traf, um den Prinzen für die Session 1968 zu wählen. Heinz Langert ließ endlich die Katze aus dem Sack. Liebe Karnevalsfreunde, die Karnevalsgesellschaft Fütfurt-Loh schlägt zum Prinzen für die Session 1968 den bewährten Organisationsleiter des Bürgerausschusses Heinrich Graß vor. Lieber Heinrich, überreiche dir... Bürgermeister Linnemann verlieh dem Prinzen einen bezeichnenden Beinamen. Du sollst heißen Heinrich der Erste, der krasse Fall. Und froh darüber, dass die prinzenlose Zeit wieder einmal ein Ende hatte, brachte Schittgen, der Einmalige von 1952, seinem 16. Nachfolger ein Ständchen. Du hast mich Gelle gern, Gelle, ich dich auch. Gelle, wann ich lache zu, Gelle, dann lachst du auch. Wenn die Welt mir Böses bringt, Gelle, dann bin ich hier. Meldete sich Heinrich Krass selbst zu Wort. Lass den Kopf nicht hängen, Narren seid vergnügt, denke nicht an morgen. Keineswegs kornblumenblau, wenn auch recht wackelig, zeichnet sich unser Prinz am Morgen des Karnevalssonntags. Und er hatte auch einen guten Grund dafür. Denn einen Elefantenrücken als Thron bekommt man nicht alle Faschingstage angeboten. Der Kickestrin hatte das Tier in seiner größten Schau der Welt, wie er es nannte, eigens für die Solität herbeigeschafft, ehe die drei Husener mit ihr und den Spitzen der Stadt auf den Marktplatz zogen, wo allerlei fahrendes Volk die Zuschauermenge mit einem Augen- und Ohrenschmaus bewirtete. Stadtdirektor Balldorf soll hier, einem Bonmot zufolge, nicht das erste Mal als Zirkusdirektor tätig gewesen sein. Im Rathaus erhielt Heinrich I., der krasse Fall, am Nachmittag den lang ersehnten Stadtschlüssel. Den drei tollen Tagen mit dem Rosenmontagszug als Höhepunkt stand nun nichts mehr im Wege. Alens Karnevalsfreunde hatten sich zu Ehren des Leiters ihres technischen Ausschusses, Prinz Heinrich I., wiederum besonders angestrengt, um dem Zug auch äußerlich den rechten Glanz zu verleihen. Bei strahlendem Sonnenschein bewegten sich die Wagen mit den aktiven Karnevalsfreunden, Fußgruppen und Musikkapellen durch die Stadt.
Zentnerweise wurden Bonbons unter das Volk verteilt. Anstelle der üblichen Bonbons verteilte Johann Abel, der Kiekes-Drin-Präsident. Die Nelkenpracht hatte er in seinen Gewächshäusern für diesen Tag eigens herangezogen. Ja, und auch die übrigen Kiekes-Drin-Brüder sorgten mit ihren Wagen wieder für einige lustige Überraschungen. Der Standort für das geplante neue Rathaus war auch Gegenstand einer Ratssitzung, die am 14. März stattfand. Bürgermeister Linnemann lag dazu ein Antrag der SPD-Fraktion vom 22. Januar vor. Er betrifft Bau eines Rathauses und eines Zentrums für die Erwachsenenbildung. Die SPD-Fraktion bittet Sie, dem Rat der Stadt in seiner nächsten Sitzung folgenden Antrag mit der Bitte um Beschlussfassung vorzulegen. Der Rat möge beschließen, die Stadtverwaltung wird beauftragt, nach den durch die SPD erstellten Untersuchungen Pläne für den Neubau eines Rathauses und eines Zentrums für die Erwachsenenbildung auszuarbeiten. Als Standort wird das auf der östlichen Seite der Verse zwischen der Weststraße und der alten Westenschule gelegene Grundstück vorgeschlagen. Begründung: Ausgehend von den Anregungen aus der Bürgerschaft hat die SPD-Fraktion seit Monaten ernsthaft geprüft, ob es möglich ist, Rathaus, Zentrum für die Erwachsenenbildung und Stadthalle im altstädtischen Bereich zu erstellen. Bei den Untersuchungen standen mehrere Standortmöglichkeiten zur Debatte. In zahlreichen Besprechungen mit Architekten und Städteplanern wurde besonders die Möglichkeit eines Rathausbaues im Zusammenhang mit einer Sanierung des Gebietes um St. Bartholomäus untersucht. Das vorgesehene Gebiet ermöglicht es, die im Antrag genannten Objekte zentral unterzubringen, im Zusammenhang in moderner Form zu erstellen und gleichzeitig eine Traditionsinsel um St. Bartholomäus zu schaffen. Georg Schmiele, der Fraktionsvorsitzende der SPD, ging näher auf den Antrag ein. Sie erinnern sich an unseren Antrag vom vorigen Jahr, auf den ich bitte wörtlich zitieren möchte. Die SPD-Fraktion schlägt vor, zu prüfen, ob sich das stadteigene Grundstück an der Dornberger Straße, August-Gerstner Straße, als Baugrundstück für den Rathausbau, eventuell als Hochhaus eignet. Die SPD-Fraktion hat uns versucht, durch 10.000 Exemplare ihrer Informationen die Bevölkerung zu informieren und zur Stellungnahme aufzufordern. Das Ergebnis war nicht einheitlich. Es gab Stimmen, die die August-Gerstner Straße nach wie vor als Platz vorsahen. Es gab Stimmen, die den Marktplatz nannten. Es gab auch Stimmen, die den Bahnhofsvorplatz und den Berliner Park als den idealen Standort für ein Rathaus bezeichneten. Den SPD-Vorschlag, das Rathaus auf dem Platz der alten Westenschule zu errichten, griff der Sprecher der CDU-Fraktion Herbert Faust auf. Nach seinen Worten wird die CDU mitarbeiten in der Gestaltung dieses wichtigen Problems und in der Neugestaltung unserer gesamten Altstadt. Die CDU-Fraktion wird diesem Antrage ihre Zustimmung geben. Nachdem im vorigen Jahr der Spielbetrieb auf den Tennisplätzen der Langs schon aufgenommen worden war, konnte am 29. März der Tennisclub Blau-Weiß Aalen endlich die neuen Sportanlagen und das neue Clubheim, das im August 1966 einer Brandstiftung zum Opfer gefallen war, offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Vor dem Clubhaus begrüßte Werner Kammerzell, der Vorsitzende des Tennisclubs, die zahlreichen Gäste. In seiner Ansprache würdigte er die Verdienste der Clubmitglieder, die bei der Errichtung der Anlagen mit Hand angelegt haben. Dank wusste er vor allem, den vielen bekannten und unbekannten Spendern abzustatten, die sich, wie die Stadt Aalen, durch finanzielle Zuwendungen an den Baukosten beteiligten. Sie alle haben Anteil an dem Zustandekommen und Gelingen dieses Werkes, das für Generationen sportlicher Menschen Freude und Gesundheit bringen wird. Die von uns erbaute Tennisplatzanlage zählt mit ihren 5 Aschen und 2 Hartplätzen
zu den schönsten Anlagen weit und breit. Nachdem wir dank der Mithilfe so vieler Freunde unseres Vereins die größten Schwierigkeiten überwunden haben, erlaubt es uns die stattliche Mitgliederzahl von 300 nun, den Club mit eigenen Mitteln zu führen. Die noch bestehende Schuldenlast ist im Vergleich zum Gesamtobjekt gering. Kammerzell schloss mit dem Wunsch: Möge das geschaffene Werk seine Früchte tragen, die Ahlener Jugend möge die Sportanlage übernehmen, in dem Bestreben, dem äußeren Glanz auch noch die sportlichen Werte hinzuzufügen. In der Hoffnung, dass das gesteckte Ziel spielstarker Mannschaften und einer spielstarken Jugend recht bald erreicht wird, darf ich hiermit die Anlage dem offiziellen Spielbetrieb übergeben. Knapp 10 Jahre besteht nun schon das Hallenbad an der Dolberger Straße. Am 30. März zählte der Leiter der Bäderverwaltung, Stadtoberinspektor Bernhard Tuppe, am Kassenschalter selbst die Besucher. Denn jeden Augenblick war ein besonderer Badegast zu erwarten. Würden Sie bitte mit rauskommen? Noch völlig ahnungslos ließ sich der 19-jährige Werkzeugschlosser Paul Wulle von der Kampfstraße 5 Bürgermeister Linnemann vorstellen. Worum es geht, wissen Sie wahrscheinlich nicht. Sie sind seit Bestehen des Hallenbades hier in Aalen, das sind ungefähr 10 Jahre, der 2-millionste Besucher des Aalen Hallenbades. Ich darf Sie recht herzlich beglückwünschen und darf Ihnen einen Blumenstrauß im Namen der Stadt überreichen. Dazu eine Goldplakette mit dem Wappen der Stadt Aalen als Ehrengeschenk. Herzlichen Glückwunsch. Nach dieser Überraschung machte Wulle aus Freude über seinen Glückstreffer, wer kann es ihm verdenken, nicht nur einen Kopfsprung. Abschiedsstimmung herrschte am 1. April im städtischen Kindergarten am Ostwall. Die betagte Leiterin, Schwester Maria Ehrentraut, wurde von Bürgermeister Linnemann nach fast 40-jähriger Tätigkeit in den wohlverdienten Ruhestand entlassen. In dieser Zeit ihres segensreichen Wirkens hatte Schwester Ehrentraut mehr als 3 Generationen Aalener Mütter und Väter das Rüstzeug bis zum Eintritt in die Schule und damit in das weitere Leben vermittelt. Ehrentraut. Sie waren ja wohl die erste geprüfte Kindergärtnerin und Jugendleiterin, sogar mit staatlicher Anerkennung, damals etwas ziemlich Neues, als Sie im Jahre 1929 nach Aalen kamen und mit der Leitung unseres Kindergartens betraut wurden. Sie haben das neue Haus wieder zum neuen Leben erweckt und hinterlassen Ihrer Nachfolgerin einen guten, lebendigen, fröhlichen Kindergarten, in dem die weitere Arbeit nicht mehr so schwer fallen dürfte, nachdem Sie, liebe Schwester Ehrentraut, alles aufs Beste vorbereitet haben. Lassen Sie mich Ihnen dafür im Namen der vielen tausend Kinder, die Sie hier betreut haben, und Ihrer Eltern, aber auch im Namen des Rates und der Verwaltung der Stadt Aalen ganz besonders herzlich danken. Ich glaube, dass es auch ganz in Ihrem Sinne ist, wenn ich Ihnen als Dank und Anerkennung für Ihre Arbeit den Wappenteller der Stadt Aalen mit einer persönlichen Widmung, die Sie stets an Ihre Arbeit in diesem Kindergarten erinnern soll, überreiche. Dann wandte sich der Bürgermeister an die Nachfolgerin und neue Kindergartenleiterin, Schwester Maria Xaveria. Beste Ehrentraut wird es bestätigen können, dass Rat und Verwaltung der Stadt stets ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Nöten hatten und nach Kräften geholfen haben, soweit es möglich war. Und so soll es auch in Zukunft bleiben. Mit diesem Versprechen wünsche ich Ihnen ein gutes Beginn.
Im Winkel der Emanuel von Ketteler Straße mit dem Heerbrand entsteht das neue Altenwohnheim der Stadt. Am 21. Juli vorigen Jahres vollzog Bürgermeister Linnemann hier den ersten Spatenstich. Heute, am 26. April, soll termingerecht das Richtfest gefeiert werden. Das neue Haus wird über 89 Betten, davon 12 Schwesternbetten, verfügen. Die 77 Heimbetten sind hier zur Hälfte auf Ein- und Zweibettzimmer verteilt, unter denen sich auch einige Appartements für Selbstzahler befinden. Zum heutigen Richtfest hat auch der nordrhein-westfälische Arbeits- und Sozialminister Werner Figgen seinen Besuch angekündigt. Die Stadt Ahlen hat dem Minister die Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn zu verdanken. Ohne diese Ausnahmegenehmigung, für die Figgen sich auch bei den übrigen beteiligten Ministerien eingesetzt hat, hätte der Neubau noch nicht so weit gedeihen können. Nachdem mit Hilfe eines Baukrans unter den Augen der zahlreichen Ehrengäste, der Arbeiter, die an dem Bau beteiligt sind, und der alten Leute, die demnächst nach hier umziehen werden, der Richtkranz gesetzt worden war, beginnt der Zimmermeister seinen Richtspruch. Und nun, ihr Meister, ihr Gesellen, ihr sollt mit werkgeschickter Hand und in den Dienst des Meisters stellen, der diesen schönen Bau erfand. Anschließend wetteifern Minister, Bürgermeister und Stadtdirektor beim Einschlagen der letzten Nägel, sehr zur Freude der Zuschauer. Diesen kühlen Schluck hat sich Minister Figgen verdient. Bürgermeister Linnemann sagte in seiner Ansprache: Bis heute, das ist hier deutlich zu erkennen, sind die Arbeiten schnell und unfallfrei fortgeschritten. Dafür mein Dank dem Architekten, seinen Mitarbeitern sowie den beteiligten Ahlener Firmen und ihren Handwerkern. Möge der Bau nun auch weiterhin seiner Fertigstellung entgegenwachsen. Möge Unfall und Unwetter ihn und die Menschen, die an den Arbeiten, verschonen, sodass sie, die alten Menschen unserer Stadt, im nächsten Jahr ihr Einzug halten können. Dass sie sich dann hier noch recht lange wohlfühlen können, das ist mein Wunsch zum heutigen Tage. Lobend sprach sich auch Minister Figgen über das neue Haus aus. Ich glaube, das Geld, das so angelegt wird, ist gut angelegt. Ich glaube, dass ein Volk auf die Dauer keine Zukunft haben kann, wenn es nicht rechtzeitig und frühzeitig Vorsorge trifft, die alten Menschen in Ruhe, ohne Angst um die Zukunft alt werden können. Und als Zusicherung der Landesregierung versprach er: Sicher wird dieser Bau, der ein echter sozialer Bau ist, nicht der letzte sein. Wenn es Möglichkeiten der Hilfe gibt, wir sind dann jedenfalls, wenn es soweit ist, gern bereit. Ich bedanke mich für den freundlichen Empfang. Sein 40-jähriges Jubiläum beging am 17. und 18. August der Schützenverein Hoher Norden. Alle Ahlener Schützenvereine hatten dazu ihre Fahnenabordnungen entsandt. Zum letzten Mal schritt in Dreihusen der noch amtierende König des Vorjahres Klaus Blachetta die Front seiner Schützenbrüder ab, ehe sich der Festzug zum Theresienhof begab. König Klaus eröffnete das Wettschießen um die Würde des Jubiläumskönigs, der erst am späten Abend mit Egon Stricke als neuer Majestät im Hohen Norden proklamiert werden konnte. Am frühen Morgen des 21. August marschierten Truppen des Warschauer Paktes, darunter Kampfverbände der Sowjetunion und der Nationalen Volksarmee der DDR, in die Tschechoslowakei ein. Die maßgeblichen Reformpolitiker mit Alexander Dubček an der Spitze wurden festgenommen und in die Sowjetunion deportiert, Rundfunk und Presse einer strengen Zensur unterworfen. Sie alle wissen von diesen tragischen Ereignissen. Aus diesem Anlass veranstalteten am 26. August die Schülerinnen und Schüler der höheren Schulen unserer Stadt, des Pensionats St. Michael, des städtischen Jungengymnasiums und der Realschule mit ihren Lehrern einen Schweigemarsch durch die Innenstadt. Auf den mitgeführten Transparenten verkündeten sie ihren Protest gegen die gewaltsame Okkupation der CSSR in der Hoffnung, einen Beitrag dazu geleistet zu haben, dass der Druck der Weltmeinung die Machthaber in Kreml veranlassen könnte, die Zwangsmaßnahmen gegen die Tschechoslowakei zu lockern.
Auf dem neuen Ausstellungsgelände zwischen Rottmannstraße, Ostbredenstraße und Hansaplatz zeigte die Ahlener Wirtschaft auf 20.000 Quadratmetern in der Zeit vom 14. bis 22. August rund 60.000 Besuchern aus nah und fern einen Querschnitt durch ihre Leistungsfähigkeit. Am 21. September wurde schon der 50.000. Besucher erwartet. Der Metallarbeiter Heinz Graupner aus unserer Stadt hatte die 50.000. Eintrittskarte gelöst und wurde von der Ahlener Werbegemeinschaft mit einem großen Präsentkorb überrascht. Als originellste Gäste kamen die bekannten Kiepenkerle diesmal aus der Luft, um der Eröffnungsfeier einen besonderen Akzent zu geben. Unter den Ehrengästen befand sich auch eine Delegation der Partnerstadt Schöneberg von Berlin unter Leitung des Bezirksbürgermeisters Dr. Josef Grunner und des Vorstehers der Bezirksverordnetenversammlung Alfred Gleitze. In seiner Eröffnungsansprache gab der Schirmherr der Ausstellung, Bürgermeister Linnemann, seiner Hoffnung Ausdruck, dass den beteiligten Firmen wie der Ahlener Wirtschaft überhaupt auch in Zukunft, wie in den vergangenen Jahren, der wirtschaftliche Erfolg nicht versagt bleiben möge. Stadtdirektor Baldorf verwies auf die großen Vorhaben der Stadt für die künftige Entwicklung Ahlens. Unsere Stadt befindet sich im Aufbruch. Hierfür ist nicht nur diese Ausstellung und die großartige Gestaltung des Ausstellungsgeländes sichtbares Zeugnis. Wir bereiten eine Erneuerung unserer Stadt vor, nämlich Ahlen zu einer Perle unter den westfälischen Städten zu machen. Die Ahlener Woche 1968 ist ein großer Markstein auf dem Weg zu diesem Ziel. In diesem Sinne wünsche ich der Ausstellung, allen Veranstaltungen und allen Ausstellern ein herzliches Glück auf. Der Berliner Bezirksbürgermeister Dr. Grunner meinte: Respekt vor der Ahlener Industrie. Ihr seid ja nicht nur wegen eurer großen europäischen Emailfabrik bekannt. Ihr habt ein so vielseitiges Produktionsprogramm, wo jede Großstadt stolz sein darauf kann. Ein Rundgang durch die Ausstellung vermittelte den Besuchern einen umfassenden Einblick in die vielfältige Wirtschaftstätigkeit unserer Stadt. Auf den rund 8000 Quadratmetern Freigelände erhielten die Besucher schon die ersten Eindrücke, wie bei diesem Steinbildhauer, der mit Hammer und Meißel das Entstehen eines erhabenen Bildes vom Entwurf bis zum fertigen Werkstück demonstrierte. Einer der Höhepunkte der Abendveranstaltungen im großen Festzelt war das Gastspiel der wohl populärsten deutschen Beatbands The Lords.